Hallo Leute, und es geht weiter mit Infected, der Zwillingsimpfstoff. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach rechts oben. Da waren wir ja noch nicht, bei dem gruseligen Mann. It's all right. I'll catch you. I don't think I can do this. It's too high. Gott. Die soll da irgendeinen Scheiß machen und will das gar nicht. Wie schrecklich. Noch eine Münze. Und hier können wir dann die Scheiben alle einsetzen. Reicht es schon? Was bringt mir das denn, damit ich da dann um die Ecke gucken kann? Oder... Ne, die sind fest. Der könnte da... Passt der da hin? Kann ich die überhaupt drehen? Ach so, nee, der ist schon fest. Der sitzt schon fest. Na gut. Wenn das so ist, das kann dahin. Der Rest Pech. Habe ich noch nicht. Ich gehe mal hier ins Bad. Heimlich um die Ecke. Ja, schön hier. Die Toilette ist vollkommen verstopft. Noch ein Stück Autofoto. Meine Hand passt nicht ganz zwischen die Bretter. Kannst du es saugen? So, aber ich kann doch hier bestimmt da. Der Duschknopf steckt dort drin fest. Etwas Wasserdruck könnte ihn loslösen. Ja, aber dann mache ich doch Lärm. Ach, das ist nur der Geist von nebenan. Der benutzt die Klospülung. Der böse Mann ist ja nur nebenan mit dem Kind. Der Duschknopf wurde durch die Leitung gespült. Ach, wie schön. Wie schön, wie schön. Ja. So, brauchen wir den überhaupt hier damit? Wozu? Sind alles voller Bretter und Müll. Das ist total assi, eklig hier. Was ist denn das hier überhaupt? Was macht der mit dem armen Mädel? Noch irgendwas hier? Nee, ich lasse es mal. Und gehe mal nach unten, in der Hoffnung, dass ich irgendwo hier fündig werde. Ach, ich kann hier gar nicht mehr lang gehen. Doch, da war noch was. Da ist der Wenn das hier durch die Toilette kommt, dann müsste hier alles voller Scheiße und Pisse sein, ganz ehrlich. Anders kann man das nicht sagen. Wie eklig ist das? So eine offene Rohrleitung, also eine offene Toilettenleitung. Da muss noch irgendwas sein. Sonst könnte ich hier... Hä? Was ist denn hier noch? Ja, wühl da in der Scheiße rum. Komm, du wirst es finden. Was auch immer. Ich weiß nicht, was das hier soll. Aber ich suche ja eigentlich auch noch diese Spiegelschnitte. Ich gehe jetzt mal hier nach rechts. Quickly, Teresa. Yo, I'll catch you. Oh Gott. Armes Mädchen. Teresa, was machst du unter dem Foto? Ist etwas doch. Ich kann es irgendwie nicht abziehen. Pech. Any and all survivors, make your way to the quarantine station set up at Oxford Elementary School. Last call. All medical staff will be departing at sundown. Was geht denn hier ab auf einmal? Da ist noch ein Stück Scherbe. Bin auf dem Weg nach Hause. Jane, are you there? My phone died. I'm on a plane home right now. An ambulance is on its way. Hang in there. Okay. Okay. Okay, da ist noch eine Münze. Und das Mädel ist da auch gerade unten noch lang gelaufen. Oh Mann, was alles hier auf einmal gerade. Ich bin... Wow, es ist voll actionreich hier. So, jetzt soll ich das auch zu Ende schaffen, den Spiegel. Na komm. Das war jetzt nicht so schwer. Und der Spiegel reflektiert jetzt da unten in die Siffhöhle was rein, oder wo? Nein, hierhin. Was war das denn jetzt?
Okay, es scheint dahin. Wie soll ich das finden? Ich suche jetzt erstmal das Mädchen. Die Arme. Kann ich hier die restlichen Fotos hinhängen? Ich kann. Ich frage mich, ob der Rest der Fotos und die Augen ja hier rumliegen. Ja, ja, ja. Was kann ich damit jetzt machen? Es ist der blaue Wagen oder wie? Aber sie hat die Fotos doch jetzt willkürlich hingehangen. Woher weiß sie jetzt, dass der Schlüssel zu dem passt? Oder steht da die Nummer ganz klein und ich kann das nicht lesen? 1, 9, ich muss mal näher an den Bildschirm. 8, 4, okay, das wäre dann der graue hier unten. Der passt zu dem. Ja, und warum nimmt sie den nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Mädchen, wo bist du? Wo läufst du denn jetzt rum? Wo ist sie denn jetzt? Nee, es kann doch nicht richtig sein. Ich muss da drinnen das doch noch zu Ende erledigen, oder? Oder soll ich jetzt erstmal was zu futtern kaufen? Habe ich denn jetzt genug Münzen? Kann natürlich auch sein. Ich gehe mal zurück. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie viel ich überhaupt brauchte. 4-mal haben wir schon. Nee, eine Münze brauche ich noch. Dann kann ich noch was zu essen kaufen. 5 gibt es nämlich auch noch genug hier. Da kriegt er dann hier so ein fettes Nudelgericht. Oder so. Ne? Und ihr sagt mir jetzt mal, wo ich überhaupt wieder hin soll. Dahin und nach rechts oder geradeaus? Ich soll wieder zurück. Ja, habe ich es mir doch fast gedacht. Kann ich denn mit dem Schlüssel hier das raushebeln? Nein. Ach, ich habe doch den Duschknopf. Ich, Dummerchen, habe das ganz vergessen, dass ich den ja eingesammelt habe. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Der Duschknopf. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es für einen Sinn hat, aber wir werden es gleich erfahren. Und nun? Nee, ist klar. Ach ja, diese Logik hier in dem Spiel. Ja, okay. Ja, ne? So ging das. Deswegen kann ich da unten wahrscheinlich auch noch in der Misthöhle rumwühlen. So, da ist er doch schon. Na, komm her. Komm. Komm. Ja. Ja. Ein Karo-Schlüssel, ein Pik-Schlüssel. Ein Karo und ein Pik-Schlüssel. Toll. Und dann die Autoschlüssel. Ach, die Autoschlüssel hat sie jetzt. Hä? Okay. Moment mal. Ich kann die doch jetzt hier dann zuordnen, oder nicht? Ja. Ach, jetzt macht das alles auch Sinn. Ich habe auch vergessen, dass ich die Schlüssel noch bei mir hatte. So. Das sieht so ein bisschen so aus, als könnte man die nach Farben hier sortieren. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. 1984 passt ja auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall dazu. Der passt mit dem. Was? Dieser Schlüssel könnte zu dem Auto draußen gehören. Ach so, schon erledigt. Ja, ich weiß jetzt nicht, welcher das war, aber das wird wohl der hier sein. Miep, miep. So, da sehe ich ein Wimmelbild. Da stürzen wir uns gleich drauf. Finde alle Teile des Hahnenemblems. Das Bild zeigt ja die fehlenden Teile. Ja. Diesmal auch der wirkliche Hahn und nicht so ein blöder Hahn, wie ich ihn basteln wollte, aus tränenförmigen Stücken. Das macht dann auch mehr Sinn. Drei Stück noch. Alles nicht so. Doch, ich sehe noch 2.
Und jetzt noch einer. Ja, ich suche ja schon. Nee, ich finde das letzte Stück nicht. Wo ist denn das? Ach nee, das habe ich nicht gesehen. Das war ganz versteckt. So, jetzt habe ich das Hahnenemblem. Sehr freundlich, aber ich kann hier bestimmt noch mehr mich umgucken. Da war ich ja eigentlich auch schon drin, ne? Trittleiter habe ich. War das alles? Eine Münze bräuchte ich eigentlich noch. Eine Münze, es ist aber keine Münze da. Keine Münze. Keine Münze, aber dafür das. Muss ich erstmal hingehen. So. Oh, jetzt bekomme ich hier eine Schere. Die einzelne Schere wird hier versteckt. Die ganzen Werkzeuge. Was muss ich denn schneiden? Ich überlege gerade. An die Kiste bin ich doch schon. Ich muss doch da nirgendwo mehr ran, ne? Nö, ich glaube nicht. Musste ich hier oben noch hin? Nee, sie ist ja auch weg jetzt. Muss ich das doch auch gar nicht mehr. Da ist noch was. Einige der Stufen fehlen. Kann ich die da... Nee, ne? Okay, ich will also da oben hin. Okay. War beim Haus noch irgendwas, wo ich oben ran musste? Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Aber ich kann da ja auch noch hingehen. Das ist bestimmt aber wegen dem Baby. Wegen der Puppe. Das vielleicht rausschneiden? Tja, ich weiß nicht, wie sie das abziehen will. Die Schere nicht. Nö. Nee, das funktioniert nicht. Gut. Nee. Nee, wo soll ich hin? Ich soll da was machen können? Muss ich hier irgendwo... Ach, hier ist noch was. Wie könnte ich die Seile loswerden? Ja, mit meiner Schere. Ah, okay. Seil. Bretter. Bretter hier ran. Und jetzt kann ich da auch hochlaufen. Oh Gott, schieße mit der Armbrust die Gegenstände hinter den Fenstern herunter. Denn? Tut sich doch gar nichts irgendwie. Und egal wie ich ziele, schießt irgendwie auch immer, sie schießt immer gleich. Ich könnte auch dahin hauen. Hä? Ach so, ich muss das da mit den Fenstern, mit den Klappen. Ich verstehe. Ich brauche etwas, um das Fenster dort zu erreichen. Seil. Kann ich da einfach... Nee. Das muss doch irgendwie mit dem Seil gehen. Kannst du das kombinieren? Und wenn ich das an... so einen Haken hier mach? Nee, auch nicht.
Da unten ist was. So. Nee, ich soll da gar nicht hin. Sag das doch. Okay. Das war jetzt eine komische Übung. Nee, mit den Fensterklappen. Das habe ich gerade gar nicht gecheckt. So. Ich habe noch Hammer und Meißel. Da, den brauche ich doch, den Enterhaken. Eine der Kacheln fehlt. Okay. Ja, mit dem Enterhaken, das schaffe ich doch jetzt bestimmt eher, oder? Ach, das hat sie direkt auch kombiniert. Okay. Die traut sich aber was hier. Mit dem Seil einfach rüber. Was habe ich denn da aufgelesen? Mit der Hilfe meines geschätzten Kollegen und Ingenieurs Jeffrey Roberts konnte ich den Tresor im Schlafzimmer entsprechend des Farbdiagramms verkabeln, mit dem das Genom von Hornissen kartiert hat? Was? Mutter wäre so stolz, wenn sie verstünde, was all das bedeutet. Dies sieht wie das Haus eines Biologiestudenten der Oxford University aus und ein Genetikversessener, wie ich es bin. In seinem Notizbuch steht, dass das Passwort für den Wandtresor im genetischen Code einer Hornisse versteckt ist. Ja, die Hornisse haben wir ja schon. Dann wissen wir ja endlich mal, wozu wir das brauchen. Hier nochmal, das muss Janes Telefon sein, mit dem das Video aufgenommen wurde. Sieht wie eine Videobotschaft ihres Verlobten Adam Geddes aus. Er hat ihre Anrufe verpasst, da er geschäftlich unterwegs war. Er hat es aufgrund der Evakuierung vermutlich gar nicht erst in die Stadt geschafft. Ich war so nah dran. Sie werden in der Dunkelheit nicht weit kommen. Ich könnte ihnen im Simpson Park den Weg abschneiden, wenn ich irgendwie über die Brücke komme. Das Überwachungsteam scheint ihre Untersuchungen des Gebiets früher abgeschlossen zu haben. Die letzten Zivilisten werden über die Grundschule evakuiert. Sie sollten noch mindestens für einige Wochen Luftaufnahmen machen. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, das ist ja schon mal interessant. Ach, ich will immer so aus dem Bild klicken. Hier kann ich doch sicherlich die Hornisse hinlegen, ne? Nee? Doch. Okay. Nee, das muss dann erstmal hier rauf. Und das nimmt man dann und packt das da drunter. Bewege die sich drehenden Moleküle durch Klicken und Ziehen in die korrekte Position. Jede Farbkugel muss sich neben einem Molekül derselben Farbe befinden. Also nochmal wegen der Moleküle durch Klicken ziehen in die korrekte Position. Jede Farbkugel muss sich neben einem Molekül derselben Farbe befinden. Das muss ich. Ich muss, glaube ich, erstmal ein bisschen ausprobieren hier, was damit gemeint ist. Es dreht sich doch die ganze Zeit. Hä? Ne? So. Es geht ja auch immer so raus. Es dreht sich doch die ganze Zeit. Bin verwirrt. So. Ach so. Ja. Okay. Drehen sich also die ganze Zeit, aber es muss irgendwie halt trotzdem gehen. Ne? So sieht's aus. Da. Geh da rein. Hm? Mhm. So, der passt doch gut dahin. Okay, zwei habe ich schon geschafft. Yay! Du kannst doch gut da rein. Genau. Warum gehst du da nicht rein? Oder dahin? Der dahin? Der dahin. Mhm, so langsam kriege ich den Dreh raus. Der dahin? Der dahin? Das dahin, das dahin, dahin und das dahin. Ah, genetisches Muster. Yay. Eine Übersicht einiger Insekten muss das Apartment eines Biologiestudenten gewesen sein. Okay. So, und das kann ich dann hier einsetzen. In der oberen linken Ecke kannst du eine Farbe auswählen. Klicke erneut, um jeden Kreis korrekt einzufärben.
so ein bisschen Mali-Mali hier. Das kriege ich schon hin. So. War das jetzt blau? Ja, ja. Ich glaube schon, dass das blau sein soll. Und das ist auch alles blau. Der letzte hier. Die beiden. Das habe ich schon. Jetzt der rote. So. Und so. Und jetzt die letzten noch. Habe ich was falsch gemacht? Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Das ist lila. Ach, hier ist was falsch. Da, der soll grün. So, das war's. Der grüne. Herzschlüssel, okay. Da ist noch eine Münze. Wunderbar, dann können wir dem ja bald was zu essen neu holen. Den leckeren Nudelsnack. War jetzt hier noch irgendwas? Oder nicht? Kann ich da jetzt nochmal hin? Ja. Ist doch komisch, wenn man da nochmal hin kann, dann gibt es doch meistens noch was zu tun. Ein Buch über Entomologie, die Insektenkunde. Ich weiß es gerade nicht. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Mit Hammer und Meißel könnte ich damit das Papier abziehen. Ich weiß nicht, ob das eine doofe Idee ist, aber ich habe halt sonst auch keine Ahnung, wie sie das Foto da oben abziehen will. Das abzumeißeln, ich meine, bezweifle es, aber wir probieren es mal. Vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung. Nein, das war's nicht. Wo soll ich denn als nächstes hin? Doch, ich soll da sogar hin. Ach so. Kann ich hier denn was machen? Ach, der Herzschlüssel. Nee, der Herzschlüssel nicht. Karo, Herz. Dann fehlt mir doch noch der Pikschlüssel. Nee, den Pikschlüssel habe ich. Der Kreuzschlüssel, der fehlt mir noch. Okay. Der Kreuzschlüssel. Was soll ich denn... Ich kann das Foto abmachen, ja? Was glaubt ihr denn mit was? Doch mit Hammer und Meißel. Kapiere ich nicht. Soll ich hier im Bad noch was machen können? Ach, da war noch ein Spachtel. Sieh mal an, da war noch ein Spachtel. Mit einem Spachtel vielleicht? Das könnte man doch... Nee, auch nicht. Na gut, Hammer, Meißel, Spachtel, anscheinend soll ich noch irgendwas basteln. Und hier oben, in dem Rohr dort oben ist etwas, doch ich komme nicht heran. Das kann ich doch ändern. Oder auch nicht. Oder auch doch. Pinzette, komm schon, mit der Pinzette das Foto. Jetzt aber... Kreuzschlüssel. So, jetzt habe ich doch alle. Und ich würde sagen, mit all diesen Schlüsseln, was ich damit machen kann, das sehen wir im nächsten Part von Infected. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.